Ein riesiger Zug rast die Schienen entlang, die Bremsen quietschen. In wenigen Sekunden werden 1000 Tonnen Stahl in einen Bus krachen, der auf den Gleisen feststeckt. Nur ein Wunder kann die Menschen jetzt noch retten. Aber halt! Was ist das? Nur Augenblicke vor der Kollision taucht eine menschliche Gestalt auf. Er kommt mit einem Jetpack angeflogen. Sein Körper ist durch ein Exoskelett geschützt. Der Anzug erinnert an eine Ritterrüstung und macht unglaublich stark. Die Person landet vor dem Zug, steckt seine Hände gegen den kalten Stahl aus, das Exoskelett absorbiert den Aufprall, die Räder kreischen fürchterlich, dann ein ohrenbetäubendes Pfeifen und der Zug bleibt Millimeter vor dem Bus stehen. Die Türen des Busses klemmen und niemand kann heraus. Der Held zieht ein Lichtschwert und schneidet eine Öffnung in das Metall. Vielleicht etwas übertrieben, aber viele coole Dinge, die wir aus Comics und Fernsehen kennen, sind heute Realität. Das Sarkos-Roboter-Exoskelett macht den Träger 20 Mal stärker, reduziert das Risiko einer Verletzung und behindert die Bewegung kaum. Dieses Modell ist nur eines von vielen Beispielen. In naher Zukunft wird diese Technologie auf unseren Straßen so normal werden wie fliegende Drohnen oder Hoverboards. In einem solchen Anzug kannst du sowohl Menschen retten, als auch den Kühlschrank allein die Treppen hochtragen. Jetzt müsste er nur noch fliegen können. Richard Browning ist der Gründer von Gravity Industries, einem Unternehmen, das Jetpacks entwickelt. Er ist auch der erste Testpilot. Sein Apparat besteht aus einer großen Düse auf dem Rücken und zwei kleineren an den Armen. Mit diesem Rucksack sieht man wie eine Figur aus einem Science-Fiction-Film aus. Und wenn du weniger als 90 Kilogramm wiegst, kannst du damit auch abheben. Der Haken: die Produktion kostet 386.000 Euro pro Stück. Das Lichtschwert hat eher etwas mit Spaß zu tun. Mehrere Generationen an Wissenschaftlern und Jedi-Fans versuchen, ihre Version davon zu produzieren. Der vielversprechende Kandidat für Lichtschwerter ist Hochenergieplasma. Ein starkes Magnetfeld sorgt für die Form des Plasmas. Aber es gibt ein Problem. Um das Lichtschwert zu betreiben, müsstest du jede Menge Zeug mitschleppen. Und vergessen wir nicht die ultraviolette Strahlung und Hitze, die vom heißen Plasma ausgehen. Der Schneidbrenner Metal Vapor Torch stellt derzeit die beste Alternative zu einem Jedi-Schwert dar. Das Gerät durchtrennt Metall innerhalb von Sekunden. Nur kann man mit ihm nicht fechten. Ein Tarnmantel, der dich unsichtbar macht, ist keine Fantasie mehr. Die kanadische Firma Hyperstealth Biotechnology Corp. hat einen Stoff entwickelt, der dich verschwinden lässt. Das hat auch gar nichts mit Magie zu tun. Einfach nur gute alte Physik. Der Tarnmantel erzeugt eine optische Illusion, die dich verbirgt. Seit 1985 interessieren sich Menschen aus aller Welt für das Hoverboard. Erfinder versuchen seit Jahrzehnten, das Design nachzubauen. Viele Firmen haben ihre eigenen Versionen eines fliegenden Skateboards gebaut. In der Luft gehalten werden sie von einem Wasserstrahl, verbrennendem Kerosin, Elektrizität oder rotierenden Propellern. ArcSpax Hendo kommt dem Filmprototypen wohl am nächsten. Das Modell kann in alle Richtungen fliegen, umdrehen und bremsen, möglich gemacht durch zwei Magnetfelder, die sich abstoßen. 1947 sahen sich amerikanische Ingenieure das Auto an und fanden es langweilig. Vielleicht könnte man es zum Fliegen bringen. Klasse Idee. Resultat ihrer Arbeit war das Modell 118 Convair Car. Im Prinzip nahmen sie ein Auto und schraubten ein Propellerflugzeug ans Dach. Weltweit investieren Firmen Millionen in die Idee eines fliegenden Autos. Heute sieht das Auto allerdings eher wie eine Drohne oder einen Hubschrauber aus. Viele Forscher meinen, wir würden nie fliegende Autos bauen, da es zu teuer und gefährlich ist. Wer weiß. Im 19. Jahrhundert sagte man, dass diese vierrädrigen Kisten niemals ein Pferd ersetzen würden. Und heute würde niemand mehr einen klapprigen Pferdewagen einer gemütlichen Autofahrt auf der Autobahn vorziehen. Während Ingenieure versuchen, Autos in die Luft zu kriegen, haben ihre Kollegen daran getüftelt, dass sie keine Fahrer mehr brauchen. Die Computer übernehmen das Ruder. Willst du einkaufen oder in ein Restaurant, wählt dein selbstfahrendes Auto automatisch die beste Route. Es weiß auch, wo es parken kann. Das Auto erkennt andere Verkehrsteilnehmer mit Hilfe von Sensoren, Videokameras und leistungsstarken Prozessoren und erfasst Ampeln und Schilder. Das Robotaxi-Projekt ist das vielversprechendste in diesem Bereich. Innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre werden Fahrschulen vermutlich der Vergangenheit angehören. Schon seit Jahrtausenden sitzen die Menschen am Feuer und schauen in die Sterne. Unsere Zivilisation hat das All bereits aus nächster Nähe untersucht. Aber es gibt immer noch mehr Fragen als Antworten. Innerhalb von 60 Jahren waren 600 Astronauten im Weltall.
7 davon waren Touristen, die die internationale Raumstation besucht haben. Für die Gelegenheit, unseren Planeten aus einer Höhe von 400 Kilometer zu bestaunen, bezahlt man schlappe 44 Millionen Euro. SpaceX und sein Gründer Elon Musk planen bis 2050 eine Kolonie auf dem Mars zu errichten. 1 Million Menschen werden in der ersten marsianischen Stadt leben. Du brauchst nicht in ein Raumschiff steigen, um dich wie auf einem anderen Planeten zu fühlen. 80% der Weltmeere sind noch unerforscht. U-Boot-Hersteller bieten die Möglichkeit, den Meeresboden mit Stil zu besichtigen. Ihre U-Boot-Yacht vereint Komfort und Sicherheit. Das private U-Boot Migaloo M5 ist länger als der Berliner Funkturm hoch ist und kann 4 Wochen unter Wasser bleiben. Zu dem Set gehören außerdem ein Hangar mit einem Hubschrauber, Jetskis und Mini-Tiefseetauchkapseln. Käufer gibt es bisher noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Stell dir vor, du bist Taucher und willst an den Meeresboden tauchen. Um dich herum ist alles dunkel, aber du hast ja eine Taschenlampe. Du atmest eine Flüssigkeit, die deinen Helm bis zu den Augen füllt. Moment, wie bitte? Wir können Wasser oder von mir aus auch Brause nicht atmen, weil diese Substanzen zu wenig Sauerstoff enthalten. Nicht etwa, weil sie flüssig sind. In Zukunft werden Taucher eine mit Sauerstoff angereicherte Flüssigkeit atmen. Tiefe Tauchgänge werden dadurch möglich. Das amerikanische Unternehmen Second Sight Medical Products hat ein künstliches Auge entwickelt, das Blinde wieder sehen lassen kann. Es heißt Argus 2. Genau genommen ist es ein elektronisches Retina-Implantat und der erste Schritt zum bionischen Auge. Künftig wird es in der Lage sein zu zoomen, das Bild zu schärfen oder auf infrarotes Licht umzuschalten. Brillen für eine erweiterte Realität haben die technische Perfektion noch nicht erreicht. Aber Futuristen sind optimistisch, dass sie unsere Welt verändern werden, wie es auch das Internet getan hat. Wozu einen Fernseher oder Computer? Auf Kommando erzeugt die Brille einen virtuellen Bildschirm beliebiger Größe vor deinen Augen. Fernseher, Möbel, Kleidung, alles kann durch virtuelles Zeug ersetzt werden. Die Brille digitalisiert alles um dich herum und lässt es so aussehen, wie du willst. Solange du sie nicht abnimmst, natürlich. Heute hast du eine mediterrane Landschaft vor dem Fenster, morgen den Times Square. Festplatten und optische Datenträger speichern Unmengen an Daten. Aber diese Technologie ist nicht zuverlässig. Mit der Zeit sind sie nicht mehr lesbar. Wissenschaftler sind dabei, auch dieses Problem zu lösen. Sie erforschen, wie man elektronische Daten in die DNA lebender Bakterien speichern kann. In jeder Zelle finden biologische Prozesse statt. Wissenschaftlern ist gelungen, sie zu programmieren. Innerhalb der nächsten 10 Jahre wird es Nanobots geben. In Filmen und Comics werden oft die Bösewichte mit derartiger Technik in Verbindung gebracht. In der echten Welt werden Nanobots in der Medizin Einsatz finden. Jeder Roboter ist nicht größer als ein Molekül. Durch das Einschleusen von mehreren Nanobots in den Körper werden Mediziner in der Lage sein, die Gesundheit und physische Kondition ihrer Patienten zu überwachen. Und das Beste, sie werden mit einem 3D-Drucker gedruckt. In Filmen geht der Plan, Dinosaurier zu klonen, nie gut aus. Heutige Wissenschaftler sagen, dass das auch gar nicht möglich ist. Zum Klonen braucht man Gene, die nicht älter als 1 Million Jahre sind. Die Dinos sind allerdings schon vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Aber es gibt ja noch andere Tiere. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass innerhalb der kommenden 50 Jahre wieder Mammuts, Wollnashörner oder Säbelzahntiger auftauchen. Forscher implantieren genetisches Material ausgestorbener Tiere in existierende Elefanten, Nashörner oder Tiger. In Science-Fiction-Filmen sehen wir oft, wie bunte Strahlen durchs Weltall geworfen werden, um ein Raumschiff anzuziehen. Australische Wissenschaftler haben einen solchen Strahl erzeugt, nur ist er unsichtbar. Ihr Strahl ist in der Lage, Atome in einem Vakuum einzufangen und festzuhalten. Bis zu einem ganzen Raumschiff ist es natürlich noch ein weiter Weg, aber für die Physik ist das ein gewaltiger Schritt. Wissenschaftler haben einen Quantentrichter entwickelt, mit dem man einzelne Atome und Moleküle untersuchen kann.